Es war die 20. Auflage der größten Laufsportveranstaltung in Rudolfsheim 5haus. Über 700 Menschen machten den Run 15 zu einem Event der Extraklasse. Und der Startschuss zum Lauf der Kleinsten, der kam von einer Rapid-Ikone. Also es ist wirklich überragend, wie viele Kinder da sind und wie sie sich anstrengen, wie sie da mitlaufen und riesen Spaß dabei haben. Also eine ganz tolle Sache. In insgesamt 17 Alters- und Leistungsklassen ging es über Distanzen zwischen 300 Metern und 8 Kilometern über die äußere Maria-Hilfer-Straße. Die Straße wird in den kommenden Wochen und Monaten umgestaltet und saniert. Im Rahmen des Run 15 wurde jetzt einmal mehr gezeigt, welches Potenzial in der äußeren Marie-Hilfer-Straße steckt. Die äußere Marie-Hilfer-Straße ist ja eine Einkaufsstraße, Geschäftsstraße, ein wichtiges, pochendes Herz des 15. Bezirkes. Und der Lauf hier ist natürlich eine Attraktivierung der Möglichkeiten, auch für die Bewohner und Bewohnerinnen, auch für die Leute, die von außerhalb, also aus anderen Bezirken kommen und hier bei diesem Lauf mitmachen, sehen dann, wie belebt die äußere Marie-Hilfer-Straße ist und was hier so geschieht in unserem Bezirk. Es ist einfach schön zu sehen, dass sich im Bezirk was tut und wir freuen uns auch nachher auf die Siegerehrung, dass es ein bisschen gemütlicher wird und dann wirklich das Lächeln der Siegerinnen und Sieger zu sehen sein wird. Aber jeder, der heute es schafft, da zu sein und aufzustehen und dabei zu sein, ist für mich ein Sieger oder eine Siegerin. Am 21. April findet der Vienna City Marathon statt. Und auch die Strecke des Marathons führt über die äußere Marie-Hilfer-Straße. Für viele vielleicht schon ein Testlauf für die große Show. Ich würde sagen, wir machen das ja schon seit 20 Jahren. Das ist ja ein Jubiläum. Also ich glaube, der Lauf ist auf der Milferstraße etabliert. Inwieweit er jetzt im Vorlauf auf den Vienna City Marathon zu sehen ist, kann ich nicht sagen. Aber es ist sicherlich so ein Testlauf. Das kann man schon ein bisschen so sagen. Das stimmt schon. Auch für die Leute, die hier teilnehmen. Ja. Der Run 15 hat alle Laufbegeisterten auf die Strecke gebracht. Auch wenn die persönlichen Ziele höchst unterschiedlich waren. Mit dem Ziel durchzukommen. Also ich habe die letzten Monate nicht so viel trainieren können, deshalb gehe jetzt Pomale an und laufe so, dass ich gut und sicher durchs Ziel komme. Leider konnten wir Steffen Hoffmann nicht dazu bewegen, beim Run 15 mitzumachen. Doch er hatte gute Gründe. Ich muss gestehen, ich bin früher sehr gerne gelaufen, als ich noch aktiv war. Aber jetzt komme ich wenig dazu, aber es sollte mich wieder ein bisschen mehr bewegen. Ja. Und dafür hat er alle Möglichkeiten und ist spätestens beim Run 15 im kommenden Jahr hoffentlich unter den aktiven Teilnehmern.